Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Jessica von Mamis Welt und in diesem Video heute seht ihr ein paar Pasta-Gerichte, die ich für euch. Ich habe was Süßes. Ich hole euch. Die ich für euch aufgenommen habe. Ich denke so ein bisschen ein paar Ideen. Man sitzt ja meistens da und. Das ist einmal das Blaue. Das Blaue habe ich doch nie probiert. Nur das Rote, aber hier habe ich einmal Karamell. Sehr gut, Schatz. Also, und ich habe jetzt drei Pasta-Gerichte für euch aufgenommen diese Woche, die ja einfach für euch als Idee, weil man weiß ja, wie es ist, was soll ich heute kochen? Und ich hoffe, es gefällt euch, ich hoffe, es hilft euch und ich hoffe besonders, ihr probiert sie aus. Alle Rezepte lasse ich euch unten in der Infobox und ich erzähle euch während dem Voiceover, was ich da mache, was ich rein tue und was ihr noch reinmachen könntet. Ihr wisst ganz genau, dass an Gewürze ich keine Angaben mache unten in der Infobox, weil ich denke, jeder Mensch hat da so seinen eigenen Geschmack und da könnt ihr würzen, wie ihr das möchtet. Ich sag nur, was reinkommt. So, und ja, da wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Holt euer Rezepteblock, irgendwas zum Schreiben, dann könnt ihr das auch machen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, wir springen gleich rein. Das erste Gericht ist die Hähnchen-Paprika-Pasta. Sehr cremig, sehr lecker. Ihr braucht Hähnchen, Innenfilet, eine Paprika, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel. Die schneidet ihr in feine Würfel. Die Hähnchen schneidet ihr bitte in mundgerechte Stücke. Diese Stücke legt ihr dann in eine Schale oder in einen Suppenteller und würzt das Hähnchen. Dann mit Paprika, Edelsüß, irgendein Barbecue-Gewürz, etwas Salz, Pfeffer und mit 2 Esslöffeln Mehl für die Bindung. Dann später und gibt noch 2 Teelöffel Öl hinzu. Die Zwiebel wird dann mit dem Knoblauch in Olivenöl angebraten, bis die dann schön glasig sind und dann kommen die Hähnchen dazu, bis diese dann goldbraun werden, so wie hier, super lecker. Und dann nehmt ihr sie aus der Pfanne, bitte nicht vorher auswischen die Pfanne, denn dieses Brataroma wollen wir gerne von den Hähnchen behalten. Darin brät ihr dann die Paprika, wenn sie dann auch gut angebraten sind oder ist, dann 1 Esslöffel Tomatenmark rein und dann noch 1 Becher Creme Fraiche rein. So, ich habe nie behauptet, diese Gerichte seien fettfrei und super, super gesund. Gut, Paprika ist drin, da habt ihr ein bisschen Vitamine. Hähnchen habt ihr ein paar Proteine. Naja, aber es darf ja auch mal schmecken. So, die Nudeln in der Zwischenzeit gerne abkochen. Ich habe dafür jetzt Fusilli genommen und ihr könnt natürlich nehmen, was ihr möchtet. Und und wenn dann die Soße gut gebunden ist mit dem Creme Fraiche zusammen, dann die Hähnchenstücke wieder mit rein, schön umrühren. Und und dann bitte ich euch noch ein bisschen Pastawasser übrig zu lassen für die Bindung, denn in dem Nudelwasser ist ja automatisch Stärke drin von dem Mehl. Und das bindet dann auch so schön eure Soße. Und dann, nur noch hier anrichten. Super lecker, super cremig. Es fehlt an nichts. Es ist wirklich herrlich. Our hearts beat to the city streets. We
we begin to feel the fire. So, das zweite Pasta mit Garnelen. Ihr braucht eine Packung Garnelen, die im Kühlfach steht. Da habe ich jetzt die vom Lidl. Das sind die White Tiger. Ihr könnt aber gerne auch die Eismeergarnelen nehmen. Das ist wurscht. Ihr braucht noch eine Packung passierte Tomaten, Pfeffer, Basilikum. Ich verwende hier getrocknete. Und was ihr hier nicht seht, ist Zitronenpfeffer. Den hatte ich auch noch zusätzlich rein, aber erst später. Nämlich einen Teelöffel davon. Eine Knoblauchzehe kommt auch noch rein. Die wird grob gehackt. Den Knoblauch in die Pfanne rein mit Olivenöl anbraten. In der Zwischenzeit die Spaghetti schon mal kochen. Die Garnelen mit in der Pfanne anbraten. Und wenn sie genug Farbe haben, die dann rausnehmen und dann die Packung passierte Tomaten in die Pfanne mit Pfeffer und Zitronenpfeffer, Basilikum würzen, dann die dann habe ich hier noch Kräuterfrischkäse mit rein. Meins war noch pikant gewürzt, aber das war jetzt auch nicht scharf, also der Kleine hat es mitgegessen und da seht ihr das. Und wenn die Soße dann gut geköchelt hat mit dem Frischkäse, könnt ihr dann die Garnelen mit rein und die dann noch schön mit köcheln lassen. So, die Spaghetti probieren und wenn die dann super gut sind, al dente sind oder so nach eurem Geschmack. Noch 2 Kellen Pastawasser auch wieder mit rein in die Tomatensoße und wieder wegen der Bindung. Und Pasta schön probieren, die Spaghettis, ob sie auch gut al dente sind. Ich habe mich für etwas Mozzarella-Käse entschieden. Das müsst ihr nicht, ist nicht pflichtend. Die Spaghetti dann direkt aus dem Topf in die Pfanne schön umrühren und fertig ist das Gericht. So lecker, ich sag's euch, wirklich super, super lecker. Wenn ein Kind von euch jetzt nicht unbedingt Garnelen mag, könnt ihr sie extra anbraten, auf die Seite legen und das dann extra garnieren für euch oder so. Aber bei uns wird das gegessen. So, last but not least haben wir ein japanisches Gericht, nämlich Yakisoba. Hier erstmal die Yakisoba-Soße. Ihr braucht Zucker, Worcestershire-Soße, Ketchup, Sojasoße und wenn es geht, Austernsoße. Wenn nicht, macht ihr es wie ich und benutzt einfach Fischsoße und ich nehme noch gemahlenen Ingwer, gerne frischen, also der ist auch bitte bevorzugt. Hier rühre ich dann jetzt alles zusammen. Alle Maßeinheiten, die ihr braucht, findet ihr unten in der Infobox. Außerdem braucht ihr noch 2 Stangen an grüne Zwiebel oder Frühlingszwiebel, eine kleine Zwiebel oder eine halbe große Zwiebel, gemahlenen Pfeffer, Karotten, Champignons, bevorzugt natürlich so Shiitake oder nehmt ihr Pilze, welche ihr auch wollt. Und das sind die Soba-Nudeln, die sind eigentlich auch recht gesund, weil sie aus 100%igen Buchweizen gemacht wurden. Und dann nehme ich hier noch ein Pak Choi, ihr könnt auch gerne einen China-Kohl nehmen, zum Beispiel davon ungefähr 4 Blätter. So, und dann wird alles geschnippelt und gehackt, was das Zeug hält. Und da habe ich jetzt erstmal die Frühlingszwiebel geschnitten. Und dann in grobe Stücke die kleine Zwiebel
Und die Karotten, die habe ich dann in so Streifen geschnitten, in so Julienne-Streifen, ja. Und ja, und den Pak Choi, also alles bitte gut waschen auch. Den Pak Choi habe ich dann auch in grobe Stücke einfach geschnitten. So, dann Öl in den Wok rein oder aber auch, ihr könnt natürlich gerne eine normale Pfanne nehmen und hier schneidet ihr jetzt die Bacon in so Streifchen quer durch und den brät ihr jetzt in der Pfanne an, beziehungsweise bei mir ist es jetzt der Wok und ja, gut zerteilen, weil die Streifen, die kleben ja so ein bisschen aneinander. Und ja, bis er schön golden ist und knusprig ist, den dann rausnehmen und dann alle, ja, das ganze Gemüse einfach wieder in den Wok rein. Ach ja, und an Öl benutzt ihr bitte neutrales Öl, so wie Rapsöl oder so, sowas, kein Olivenöl. Ihr könnt auch Sesamöl benutzen oder ihr könnt auch Erdnussöl benutzen, wenn ihr das möchtet. Ja, also das Gemüse alles anbraten, die Champignons rein, die Karotten rein, die grüne Zwiebel rein, den Pak Choi rein und schön umrühren. Und hier sind die Soba-Nudeln. Die sind schön in Portionchen hier gebunden. Ich brauche alle, weil wir sind nun mal eine größere Familie. Und die werden nur 3 Minuten im kochenden, leicht gesalzenen Wasser ja, gekocht, bis sie gut weich sind. Und dann werden sie komplett abgebraust in kaltem Wasser. Also sie müssen schön in kaltem Wasser durchgeschwenkt werden. Pfeffer habe ich jetzt hier auch nochmal in das Gemüse rein. Und ja, schön umgerührt. So, und hier sah ich jetzt die Soba-Nudeln ab und die müssen schön kalt abgeduscht werden. Schön auch mit den Händen rein, sodass wirklich alle Nudeln hier genau kaltes Wasser abbekommen. Und dann kommen die in die zu dem Gemüse mit rein und da wird auch schön angebraten. So, und wenn das alles schön zusammen emulsiert ist, kommt dann die Soße rein, die wir da noch gemacht haben. Super lecker und ja, dann alles einfach umrühren, sodass alles die Soße abbekommt. Und wenn das dann fertig ist, Ofen aus, den Herd aus, die Bacon natürlich auch nicht vergessen, ne, die schön mit an, dann durchrühren und dann alles ausmachen, auf den Teller servieren und dann schön mit Sesamkörner garnieren. Ihr könnt natürlich auch einen Teil, also den grünen Teil, den vorderen grünen Teil von den Frühlingszwiebeln aufbewahren und die dann auch zum Garnieren benutzen. So, und das war's. Super lecker, super gut und ja, ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich danke euch fürs Zusehen und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr noch ein Abo da lassen würdet, würde ich mich herzlichst freuen und ja, und vergesst nicht unten in den Kommentaren zu schreiben, wenn ihr die Gerichte ausprobiert habt, ob sie euch geschmeckt haben oder nicht, was euch am meisten gefallen hat. Ja, und ja, genau. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke für eure Zeit. Und ja, bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid. Und ja, tschüss, macht's gut, eure Jessica.